Herzlich willkommen zum Shure TechTip STEM Ökosystem Einrichtung. Das STEM Ökosystem verfügt über eine Weboberfläche. Mit dieser können wir das System einrichten. Wir möchten jetzt diesen Hub und dieses Table in eine Organisation und dann in einen Raum bringen. Dazu gehen wir an den Computer. Wir haben aus dem STEM Upgrader schon die IP-Adressen ausgelesen. Wir gehen hier auf den Hub und werden direkt gefragt, ob wir eine Organisation erstellen möchten. Ja, das möchten wir. Wir nehmen Shure als Namen. Als Passwort nehmen wir klicken auf Create Organization. Wir akzeptieren das selbstverständlich. Stimmen auch zu. Jetzt haben wir eine Organisation erstellt. In dieser Organisation befindet sich momentan nur der Hub. Wir möchten aber, dass das Table ebenfalls in unserer Organisation auftaucht. Jetzt gehen wir auf das Table drauf. Hier werden wir jetzt gefragt, ob wir das Table zu einer Organisation hinzufügen möchten. Das System checkt, ob eine Organisation schon vorhanden ist. Wir finden diese und selbstverständlich möchten wir das hinzufügen. Wir brauchen das Passwort. Jetzt sehen wir in unserem Ökosystem zwei Devices, den Hub und das Table, beide grün. Wir erstellen uns einen Raum, indem wir auf Add Room klicken. Wir möchten den Raum auch umbenennen. Und fügen hier unsere Devices zu. Einmal den Hub, einmal das Table. Das System verbindet die beiden Geräte und diese sind jetzt in einem Raum. Die Einstellungen für den Raum können wir jetzt hier in diesen Feldern vornehmen. Wir würden anfangen mit einem Room Adapt, sprich wir testen, ob der Raum so vernünftig ausgestattet ist und ob das Audio in Ordnung ist. Wir sehen, der Raum ist absolut in Ordnung. Um die Einstellungen unseres Raumes abzuschließen, möchten wir selbstverständlich die korrekte Zeit einstellen und angezeigt bekommen und wir möchten auch automatische Updates aktivieren. Wir gehen in Advanced Settings. Der Haken für automatische Updates ist bereits gesetzt. Die Zeit ist ein Offset zur Coordinated Universal Time. Wir in Deutschland sind bei plus 2 Stunden. Das stellen wir jetzt ein. Gehen auf Apply Settings. Und sehen jetzt, hier unten wird die korrekte Zeit angezeigt. Und die Updates werden automatisch heruntergeladen und implementiert.